Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. 12. April 2019, Denderas Blick in die Akasha-Chronik. Bevor ich starte, möchte ich ein paar Dinge klären. Vor einigen Stunden habe ich ein E-Mail erhalten mit einer Kopie und dann habe ich festgestellt, dass bestimmte Damen mich in Facebook bloßgestellt haben. Damit habe ich gerechnet, das war mir bewusst. Das wusste ich, dass das so kommt. Ich habe auch meine Gegner natürlich jetzt. Aber ich möchte das klären, weil in diesem Schreiben steht mein Name, meine Herkunft mit einem großen Fragezeichen. Und das wurde so fragwürdig gestellt. Mein Name, Dendera Susanna Medici, ist ein Künstlername. Ich habe aber diesen Künstlername vor einigen Jahren beauftragt und genehmigt bekommen. Und dieser Künstlername steht sogar in meinem Personalausweis. Wenn jemand skeptisch ist, kann ich gerne kopieren und zusenden. Das war auch meine Dankbarkeit, diese großartige Familie Medici, wo im Renaissance die Künstler unterstützt haben. Name Dendera kommt von einem Ort von Ägypten, da ist ein Tempel und da sind die ersten astrologischen Symbole. Also ich habe das nach Gefühl ausgewählt. Mein Herkunft. Ich habe persischen Wurzel. Und tatsächlich ist das eine Königsfamilie. Die Königin von Afghanistan heißt Suraya Tarsi und ich bin geborene Tarsi und bin ich mit Suraya verwandt. Sie ist zwar eingeheiratet, hat in diesem Königshaus, aber ich bin trotzdem stolz drauf. Das ist die Erklärung für den Namen und meine Herkunft. Dann, ich habe ein Video veröffentlicht, Scheinheiligkeit wegen einer Kollegin, die ein Schreiben erhalten hat, beauftragt von Nadine Breitenstein, weil ihren Webseite Fehler gefunden waren. Ich habe für sie eingesetzt, das sagte auch mein Gefühl, dass richtig ist. Und nun habe ich heute per E-Mail das gleiche Schreiben erhalten. Ich wurde auch abgemahnt und soll die Strafe zahlen im Betrag für 1300 Euro, weil in meiner Webseite auch Fehler gefunden wurde. Habe ich auch erfahren, ich bin nicht die Einzige, sondern einigen Kartenlegerinnen wurden auch von diesem Anwalt abgemahnt, beauftragt von Nadine Breitenstein. Dann wurde ich kritisiert, dass ich Nadine Breitenstein ihre Bilder veröffentliche. Erstens sind das nicht ihre Bilder, sondern diese Bilder kann jeder kaufen und das habe ich auch getan. Ich hätte niemals diese Bilder genommen, was sie hat als Legesystem. So viel Respekt habe ich andere gegenüber. Aber das hat auch eine Vorgeschichte. Und das ist Folgendes. Ich hatte ein Legesystem und dieses Legesystem hieß Das Geheimnis der Hohepriesterin von Avalon. Und dann kam wieder eine Art Drohung,
Das kommt eigentlich von Hayao Bansaf. Ich habe diese Legesysteme rausgenommen, zum Verhindern, dass ich da eine Anzeige bekomme. Und mein Bedürfnis war schlicht einfach mal Grenzen setzen. Und habe ich absichtlich die Bilder genommen, statt das Geheimnis der Hohepriesterin von Avalon. Das war die Legung für die Express-Legung. Und dann habe ich die Bilder ausgewechselt. Und ich habe heute meinem Mann gesagt, du, ich glaube, ich nehme die Bilder raus. Und er hat gesagt, nein, steh dazu, zeig das. Und ich denke jetzt, er hat recht. Er hat recht, das sind nicht ihre Bilder, ich habe das gekauft und ich werde benutzen. Und ich lasse mich nicht einschüchtern. Und jetzt kommt aber die Botschaft von Akasha Chronik. Etwas sollen wir zurzeit zum Ende bringen. Es ist auch wichtig, etwas veröffentlichen, im Glanz zu bringen. Dann sollen wir auf die inneren Gleichgewicht, auf die inneren Ruhe achten. Die Männer suchen gerade die Zärtlichkeit und auch die Liebe. Wichtiges Thema ist auch das Loslassen. Und genau hinschauen, was sollen wir verabschieden oder loslassen. Wir haben zurzeit eine schöne, gute Liebesenergie und wir sollen etwas planen, bevor wir aber Schritte machen, noch überlegen, was sollen wir loslassen, beenden, trennen, kündigen und dann aktiv sein. Und das war denn der Ausblick in die Akasha-Chronik. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici, geborene Tarsi. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Info-Video über Karma und Karma auflösen. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und diese Klärungsvideo werde ich nicht veröffentlichen. Wenn ihr Interesse daran habt, ernsthafte Interesse, darüber mehr zu erfahren, was bedeutet Karma, wie kann man die Karma auflösen, bekommt ihr diese Klärungsvideo gratis. Schreibt mir bitte ein E-Mail, dann bekommt ihr den Link dazu. Und fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.